3, 2, 1. Guten Tag, willkommen zurück zu Gothic 3. Ich bin's wieder, der Maddie. Das war so schön letztes Mal, ne? Wie wir den gekriegt haben. Ich hätte es nicht gedacht, dass das funktioniert, aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr von den Jungs. Okay, hier ist noch ein Zombie, der mich, der schafft mich mit einem Holzknüppel aufzuspießen. Leute, was mache ich hier? Ich will einfach nur mal gucken, was hier so drin ist. Ey, ich wollte einfach nur mal gucken, was da so drin ist. Scheiße. Natürlich wird's da nicht einfacher, ne? Nur weil der da vorne steht, heißt das nicht, dass da drin dann nichts mehr ist. So von wegen, ja, hast du Level 1 geschafft, danach ist nur noch Blödsinn. In jedem Videospiel ist das eigentlich komplett andersrum. Deswegen machen wir hier nochmal einen auf Lamer. Ey. Moin Mädels, moin Jungs. Und die stehen auch so, dass man sie gerade nicht kriegt, ne? Da muss doch richtig epischer Loot drin sein. Also ich erwarte zumindest, wenn wir schon drei Parts an dieser komischen Krypta rumdoktern, dann zumindest irgendwas, so eine Waffe, irgendwas, was mich so richtig stark macht. Okay, Kelle. Na. Das Schlimme bei den Skeletten ist einfach, dass sie sich auch gut bewegen können. Voll Laser, wie du dich bewegst. Das sieht schön aus. Der mit seinen Hüftknochen da. Guck mal, wie das aussieht. Okay, zurück. Weg, 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 weg. Pfeile und los. Was hier für ein Trümmerhaufen an Leichen liegt. Wahrscheinlich muss man das in irgendeiner Gruppenquest machen hier. So mit 5 Leuten hier rein und alles kaputt hauen. Aber ich mach das alleine, ey, weil... Fuck rules, ich bin Legolas. Oh, der ist hier am Ohr vorbeigesaust, das gehört. Oh, sag mal. Okay, weiter geht's. Yay. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Dürften ja nicht mehr so viele sein, ne? Nein! Okay. Einige von euch haben mir geschrieben, dass ihr das ohne Pfeile damals durchgespielt habt. Sag mal, was seid ihr eigentlich für Monster? Wie funktioniert das? Das geht doch gar nicht. Oder ich bin einfach nur schlecht, das kann natürlich auch sein. Gibt das eigentlich mehr Punkte, wenn man dem so richtig ins Gesicht schießt? Weiß ich nicht. Die Knüppel von denen sind mir so egal. Die brauche ich gar nicht. Aha! Ich kann mir auch vorstellen, dass da hinten gleich der Endgegner ist. Oder da ist so eine Krypta. Dann machst du auf, geht so ganz, ganz langsam die Tür auf. Und wenn die so einen halben Spalt offen ist, ne, dann kommen die ganzen Schakale da raus und fressen dich. So stelle ich mir das vor jetzt. So ist das. Ach, guck mal. Sind ja noch mehr. Was habe ich eigentlich erwartet? Was habe ich erwartet? Alleine die Musik schon. Ja, okay. Das rallt. Dann geht's noch weiter mit euch beiden hier. Na. Jungs, ihr nervt langsam. Okay. Schnell wechseln. Schnell wechseln. Ich gehe am besten mal so ein bisschen raus, damit das Skelett mir hinterherläuft und ich mich danach ganz, ganz, ganz valante um dieses Skelett, um den Zombie kümmern kann. Whoop. Okay. Den kriege ich auch im Nahkampf. I ain't having that shit! Oh! Oh, der kann was Neues! Der kann den Angriff abbrechen und dann einfach so tun, als wäre ein Hengst. Ja, das ist eine super Sache. Ich habe übrigens mal geguckt, dieses, worüber ich mich neulich lustig gemacht habe, hier Hitzebeständigkeit und hier Giftresistenz. Das brauche ich auch. Das muss ich auch noch erlernen. Weil ist ja nicht schlimm, wenn man es hat. Ich habe mich ja nur darüber lustig gemacht.
wie auf einmal das so aus dem Nichts kam, dass man das sagen kann, ja, das hätte ich gerne. Ich mache hier Häuserkampf. Häuserkampf. Zwei Häuser gegeneinander. Ich bin ein Reihenhaus und du bist nur ein komisches, kleines... So ein Campingwagen bist du. So ein Bauwagen, wie Peter Lustig den hat. So einer bist du. Deswegen werde ich beim Häuserkampf immer gewinnen. Immer. Wir kämpfen uns hier millimeterweise vor, Leute. Also, bald haben wir es. Ich kann nicht versprechen, ob noch in diesem Jahrhundert, aber... Irgendwann werden wir es geschafft haben. Ja, irgendwann. Ganz, 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 ganz lange dauert es noch. Gut, jetzt gehen wir wieder hier lang. Und dann... Und dann kommen wieder so zwei Zombies, ne? Ja, genau. Hier, Kerle. Mach mal hier... Oh, wie viel sind denn da noch, Mensch? Ich bin ein böses Einhorn. Kommt der jetzt? Ach, das ist einer mit Schild. Die mit Schild finde ich noch ein bisschen schlimmer. Die sind zwar etwas langsamer und auch nicht so wendig, aber sie haben den großen Vorteil, dass sie unsere Angriffe abblocken können und dann lachen die so. Ja, sieht man das bei Skeletten eigentlich, wenn sie lachen? Nee, ne? Aber der lacht. Guck mal, wie der lacht hier. Der grinst doch. Gringo, ich schlitze ihn grinsen. Ey, Gringo. Okay. Das war jetzt Stufe 1. Stufe 5 von 77. Wahrscheinlich ist das jetzt hier einfach so ein klassischer Dungeon Crawler. Und da sind unendlich Zombies und Skelette drin. Ja. Und für alle kriege ich Erfahrung. Aber kein Gold. Oh, jawohl. Hier geht's weiter. Ich möchte fürstlich belohnt werden, wenn ich hier durch bin. Fürstlich. Nicht da von wegen nur eine Beefy Roll und einen feuchten Händedruck. Nein, ich will hier schon was mitnehmen. So richtig gut. Wahrscheinlich so. Ich sehe das gar nicht. Möglicherweise gibt es hier so eine Palette Billigbier. Und dann sagen die, ja, Dankeschön. Oder so eine Hutnadel zum Anstecken. Lauf! Lauf! Oh, meine Fresse! Meine Fresse, ist das schrecklich. Ich hasse das. Ah. Dann guckt man einmal nicht hinter sich, dann ist da eine Mauer und dann Stunlock und fertig, aus. Okay. Es geht aber noch weiter hier, ne? Es geht noch weiter. Ich mache hier keinen ich mache keine Pause, es geht weiter. So, hier war das. Du warst das, ne? Du warst hier der Hühnerschrecker. Tod. Warten sie schon auf mich. Okay, jetzt muss ich mich hier irgendwie durch manövrieren. Weil gegen zwei, die können einen gerne mal im Stunlock halten. Was ich schon ziemlich doof finde. Nee, schön daneben geballert. Ach, komm. Ich hoffe mal, das ist bald vorbei hier mit den Zombies. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Das war getroffen. Astreiner Bauchschuss und ins Knie. Okay, na jetzt. I got that. Sage mal. Nein! Oh mein Gott! Nochmal! Alles, nochmal, weiter. Nee, das ist gut. Okay. Nochmal. Ich will, dass da Schätze drin sind. Leute, wenn da nichts drin ist, dann dreh ich ab. Wir sind schon 3, 4 Parts in dieser scheiß Pyramide. Und was ist los? Nichts. Nichts. Komm mal wieder neue. Ja, guck mal, ich bin auch hier. Moin. Oh Gott. Habe ich so lange nicht gespeichert. Leute, ne, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will gar nicht das 100-mal machen hier. Alleine, dass es auch immer so viele sind, die einen so immer in Stunlock halten. Ich glaube, das wird auch nicht besser, wenn man eine stärkere Rüstung hat oder so.
Oh mein Gott! Da, genau das meine ich, genau das meine ich. Du hast keine Chance, da irgendwie so ein Fenster zu finden, wo du angreifen kannst. Oh. Geht mir das auf den Sack hier, das glaubt ihr gar nicht. Nee, ich hau hier ab. Das mache ich nicht. Da können wir gerne mal hingehen, wenn ich das Doppelte an Lebenspunkten habe. Und ja, dann würden wir da ein bisschen gewappnet. Oh ja, ja. Ja, ist in Ordnung. Komm her, Junge. Komm her. Und deine Freunde auch. Wahrscheinlich wird mir von irgendeiner Seite auch abgeraten, hier hinzugehen. Aber ich bin halt ein Dreisten. Wie viele Lernpunkte brauche ich noch bis zum nächsten Level? 5000. Ich hatte vor, die nächsten Lernpunkte... Ach, das kann ich noch gar nicht. Dafür muss ich Alchemie ja erstmal steigern. Ich wollte eigentlich irgendwann mal anfangen, hier Tränke mit permanenter Wirkung zu brauen. Aber das... Das ist noch in weiter Ferne. So, Spiel. Wolltest du mich auch lassen hier? Ja, ich glaube schon. Hallo! Waren wir da hinten schon? Mhm. Ich glaube zumindest, dass wir da schon waren. Ach ja. Sag mal... Zombies findet hier wohl cool, ne? Wir finden die wohl cool. Ja, das ist... Das ist New Fashion hier. Zombies. Geil. Zombies. Yeah. Warum sind hier so viele Zombies? Ich bin gerade schon wieder so ein bisschen angespannt. Ich bin in Ben Sala. Sieht schön aus hier, ne? War ich hier schon? Was willst du, Mora? Ich weiß es nicht. Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Rohlinge aus Erz. Rohlinge aus den Feuern Nordmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die toten Morras herkommen. Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Morra? Wir passen auf die Stadt auf. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Morras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. Ach so, ich muss die Leute rekrutieren und nicht alleine, Mord. Tolle Wurst. Was willst du? Bist du gekommen, um hier zu plündern? Da kommst du zu spät. Was ist los? Seit die Untoten da sind, treiben sich Plünderer in der Gegend herum. Also was willst du? Ich bin hier, um gegen die Untoten zu kämpfen. Wenn das wahr ist, bist du ein mutiger Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, lass es mich wissen. Und sprich mit Daro. Wenn einer den Überblick hat, dann er. Kann ich dir helfen? Dieses kleine Problem mit den Untoten hat unsere Arbeit zum Erliegen gebracht. Die meisten Schmiede sind tot. Und ich brauche mehr Stahl. Stahl also? Ja, die Lieferungen aus den Stollen. Du willst helfen? Dann bring mir 6 Kisten Stahl. Bring mir was über Schmieden bei. Nein. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so? Ach, guck mal, der hat Falten. Der hat auch keine Pfeile. Leute, wenn ich... Ich weiß, einige von euch, denen wird das aufstoßen, dass ich mir das hier reingemogelt habe. Aber schaut euch das an. Ich habe nie irgendwo jemanden gefunden, der mir Pfeile verkauft. Nirgendwo. Da ist keiner. Das machen die alle nicht. Warum nicht? Das ist totaler Unsinn. Na, Dicky? Bist du auch überfallen worden? Nein. Naja. Nein. Ich bin überfallen worden. Ach was. Aber ich konnte mich in die Stadt retten. Das sehe ich. Was hast du jetzt vor? Na, ich bleibe hier. Ich habe bereits mit Julio gesprochen. Er sagte, ich kann bleiben. Mhm. Ja, das ist... mir recht egal. Hallo, hallo. Ist hier jemand? Irgendwer, mit dem ich reden kann? Daro! Was treibt dich an diesen verfluchten Ort? Wie ist die Situation?
Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote. Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Ey. Wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Er hat mich gerade beleidigt. Recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen, aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Der hat mich beleidigt. Meine Güte. Ich sehe mir mal die Stollen an. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Osten oder Südwesten jetzt? Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Späher. Okay. Was sagt der Dicke? Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Nichts. Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier, aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Bevor wir sterben, können wir wenigstens noch ein paar Geschäfte machen. Wie kann ich helfen? Hört euch das an! Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, kommt zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen, eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt, doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Naja, schon klar, ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut, einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn in ereilen. Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erai verlassen. Und er war nicht allein. Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm. Aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Yo, das werde ich doch gerne tun. Ich bin auch für die Arbeit da. Yeah. So, dann gehen wir jetzt mal schön schlafi. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ihr schläft übrigens mit offenen Augen. Der kann's. Bis dann. Tschüss.